Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu Wurmer Mark auf Chaos, zu meiner Nörgelkampagne. Ja, wir befinden uns mitten in Talabegland. Das erkenne ich daran, dass hier der Fluss Talabeg ist. Und hier eine große Brücke. Ja, da eine große Brücke nach Hochland. Und hier ist dieser Krater von Talabheim. Und ja, wir können jetzt weiter nach Svenheim und werden unsere Armee mal ein bisschen upgraden. Haben wir denn was Nörgelmäßiges zum Anwerben? Chaoshunde. Krieger des Nörgel. Aufstrebender Champion des Nörgel. Na, immerhin ein Helden, ja. Kaufen. Kaufen, kaufen. Gut. Zeug raus. Und er hat 15 Skillpunkte. Was kann der denn so alles? Okay, das hier, das kann er. Genau wie Torga kann er das auch. Was hat er hier bei Kampf? Todessichel. Fügt allen Einheiten vor dem Helden sofort Schaden zu 30% Trefferchance, Stufenbonus plus 6%. Ja, nehmen wir. Auf jeden Fall, zack auf 5, fertig. Blutgabe können wir auch nehmen. Wobei bei Blutgabe, da lohnt sich dann natürlich nur wieder Chaosverband für ihn, ne? Nehmen wir mal nicht, weil das haben wir schon für Torga. Dann nehmen wir hier irgendwas anderes. Die Trefferchance des Helden und des angegliederten Regiments steigt um 2% pro Stufe. Dann nehmen wir das. Dann haben wir jetzt noch 5 Punkte. Ja, irgendwas muss man ja bei Duell nehmen. Kann ja immer mal passieren. Ich habe deswegen ja auch mal einen Champion verloren, wenn ihr euch daran erinnert, in meiner Korne-Kampagne. Gegen einen, was war das? Erzmagier von Zephyr, glaube ich, ist der gefallen. Sehr tragisch gewesen. Wird den Schaden, den der Held hinzufügt, um 1. Ja, okay. Gut. Reittier, was kann der denn bekommen? Chaospferd, okay. So, dann, ja, ach ja, Level konnten wir ja nicht aufsteigen im Test. Wir haben aber jede Menge Sachen bekommen. Stab der Fäulnis. Den bekommt er mal. Dann habe ich hier noch irgend so eine Rüstung. Dann habe ich. Ja, der Rest ist jede Menge Kleinkram. Mehr kann ich ihn nicht unterstützen. Muss er selber zusammensammeln. Zeughaus. Bin am überlegen, ob ich mir noch ein Regiment dazu hole. Vielleicht ein paar Chaoshunde. Der Ringe, den haben wir ja auch bekommen beim Test. Der ist ziemlich gut. Den hatten wir auch in der Korne-Kampagne bis zum Schluss eingesetzt. Wir nehmen das einmal Chaoshunde. Und dann werden wir unsere Armee noch ein bisschen upgraden. Und die habe ich ja gar nicht geupgradet.
auch nicht. Die aber. Gut, die 1000 behalten wir und dann geht's weiter. Vor vielen Jahren verehrte dieses Land die Chaosgötter. Um 3 große Schreine wurden ihnen errichtet. Jetzt liegen sie in Ruinen und die Männer des Imperiums haben das Gebiet zurückerobert. Dieser Frevel muss aufhören. Dann nehmen wir den neuen Champion mal mit. Nur 4 Regimenter. Und was noch? Und die Chaoshunde nehmen wir mal mit. Fertig. Die Segen der Chaosgötter sind zahlreich. Ein Champion erlangt große Macht, wenn er in ihren Namen Taten vollbringt. So ist es. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen. Ich habe ja lange mit WASD gespielt. Jetzt spiele ich wieder mit dem Pfeiltasten. Bin mal gespannt, ob sich die Voice Lines jetzt ändern von Torga. Schauen. Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Ja, der hat jetzt wirklich andere Voice Lines bekommen. Ich bin von Nörgels Pocken befallen. Vernichtet sie alle. Tötet sie. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Ich werde diese Armee mit Leichtigkeit vernichten. Das ist halt okay. Also, du als Avatar, den sollen wir folgen. Der Herr der Beulen gewährt mir seine Gunst. Herr der Beulen. Nörgels Segnungen seien mit euch. Ja, das ist Immersion pur gerade. Wir tun uns für das große Gemetzel zusammen. Sudobal, bist du wirklich da? Ich werde meine Feinde. Ja und nein. Ich habe Gestalt genug, um die Rituale auszuführen und die Schreine wiederherzustellen. Schütz mich, Torga. Es ist genug von mir auf dieser Ebene, um verletzt zu werden. Bring mich zu den Schreinen. Schnell. Ich bin von Nörgels Pocken befallen. Die Beute wurde gesichtet. Da kann jetzt auch die Fähigkeit. Okay. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren siegreich. Reiche Beute! Reitet sie nieder! Wir werden sie alle zerstören! Richtig! Für Nörgel! Nörgel schützt! Der darf nicht fallen. Der Herr der Beulen gewährt mir seine Gunst. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren siegreich. Nörgel hat mir seine Seuchen geschenkt. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Welche Aufgabe kann ich für euch erledigen? Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger. Die Pest ist auf dem Vormarsch und ich folge ihr. Töten ist göttlich. Öffnet euren Bauch für meine Klinge. Ich fühle keinen Schmerz. Ich fühle keinen Schmerz. Ja, Nörgel ist so, es hat halt viele gute Seiten, so, aber man sieht halt scheiße aus, ne? Schwere Wunden machen mir keine Angst. Das ist halt das Ding.
Ah, gegen die können die ruhig anstürmen. Oh, der hat gesessen. Eine glorreiche Schlacht beginnt. War hier nicht noch irgendwas zum Einsammeln schnell? Ich glaube, ich schicke da die Chaosrunde mal hin nochmal. Nicht mit Vergnügen. Ich fühle verfolgen. So viel Schmerz wie eine Leiche. Ich werde meine Feinde aufspüren. Eure Krieger waren sie. Diese Lande sind unser. Die Beute wurde gesichtet. Gut. Oh. Oh, mächtige Götter. Segnet uns mit euren Gaben auf, dass wir obsiegen mögen. Verderben und Zerfall sind überall. Ich vollziehe das Ritual. Schütz mich, okay, bis ich da den Zauber ging's wirke. Doch nicht weiter. Schwertkämpfer und Musketenschützen. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche für meine Klinge. Gefürchtete Krieger. Den Rittern umreiten. Beobachtet jede meiner Bewegungen. Kleine Schweinchen reif für die Schlachtträger waren siegreich. Schwere Wunden machen mir keine Angst. Meine erste Chaosbrot. Eure Ritter stehen bereit. Heute wurde gesichtet. Schwere Wunden machen mir keine Angst. Die Götter sind zufrieden. Ich bringe noch mehr Geschenke von Nörgel. Die Zerstörungen des Krieges bedecken das Land. Diese Welt wird unser sein. Ding. Noch eine Minute. Er musste hier immer die Dinger machen. Ja! Nörgel hat mir seine Seuchen geschenkt. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Die Beute wurde gesichtet. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Die Maden werden langsam hungrig. Die Maden werden langsam hungrig. Eure Krieger waren sie. Vernichtet sie alle. Tötet sie. Oh, wunderschön. Schönes Blut vergießen. So, 3 Sekunden. Dann haben wir das auch geschafft. Karl Agankon. Slal Aganslanesh. Nal Agannörgel. Zal Arganzet. Heute wurde gesichtet. Die Erweckung des Schreins gefiel meinem Meister. Er sandte uns seine Diener. Yes, noch eine Chaosbrut. Pfeile nützen ihr nichts! Flieht! Lass das Reich des Chaos kommen! Nur so ein paar Jäger, lol. Pfeile nützen ihr nichts! Flieht! Löscht alles aus! Die Beute wurde gesichtet. Niemand darf entkommen! Rückt schnell vor! Boah, diese Chaosbrut sieht echt eklig aus. Ich bin von Nörgels Pocken befallen. Ah, was haben wir denn hier im Hinterhalt? Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Eine glorreiche Schlacht beginnt. Level up. Berserker. Metzelmeister. Erhöht die Bewegungsrate um 10% und das Angriffstempo um 15%. Kann aber auch nur aktiviert werden, wenn der Held 30% TP oder weniger hat. Okay.
zurück. Unsere Klingen können dem Feind nichts anhaben. Die Götter sind zufrieden. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Die Zerstörungen des Krieges bedecken das Land. Auf, dass die Fäulnis beginne! Eine glorreiche Schlacht beginnt. Wir werden sie alle zerstören. Ich bin der Tod! Das Geschenk des Todes! Rückt näher! Die kleine Schweine für die Schlachtung! Jetzt wurden die Ritter doch abgefangen. Unsere Klingen können dem Feind nichts anhaben. Oh, wir haben sich aber schnell durchgeschlagen. Der Herr der Beulen gewährt mir seine Gunst. Ein schrecklicher Feind wurde vernichtet. Welche Aufgabe kann ich für euch erledigen? Ein Falkenhelm. Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Okay. Ich bringe Segenswünsche von Lord Nörgel. Eure Ritter stehen bereit. Reitet sie nieder! Oh, hier ist noch leider nicht zum Niederreiten. Unsere Banner sollen über den Städten dieser Schwächlinge wehen. Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Die Beute wurde gesichtet. Ach, Pistoliere. Oh, mächtige glorreiche Schlachten uns mit euren Gaben auf, dass wir uns siegen mögen. Die Götter gewähren euch nur noch wenig Zeit. So, 2 Minuten brauchen wir sein Ritual. So lange müssen wir ihn safen. Die Beute wurde gesichtet. Die Götter sind zufrieden. Zerstört alles im Namen der großen Götter. Unsere Banner sollen über den Städten dieser Schwächlinge wehen. Allzeit voran! Guck an, einige Schwertkämpfer. Hey, wer schießt denn hier auf mich? Ach so, das sind 2 Jäger, lol. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Die Beute wurde gesichtet. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren siegreich. Was kommt denn da? Ritter des Sonnenordens, ha? Zerstört alles im Namen der großen Götter! Die Götter sind zufrieden. Nörgel hat mir seine Seuchen geschenkt. Nörgel hat mir seine Seuchen geschenkt, ja. Hoffe nicht. Öffnet euren Bauch für meine Klinge! Eine glorreiche Schlacht beginnt. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger. Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Agan Korn. Slalagan Slanesh. Nal Agan Nörgel. Zal Agan Tench. Kenn ich schon auswendig. Noch eine Gabe des Meisters. Was haben wir denn diesmal bekommen? Ah, segne uns mit deinen generösen Pusteln. Mensch, krieg eine richtige Armee hier. Was kann dieser Diener des Nörgel für euch tun? Nörgel schützt!
gar nicht mehr, was hier war. Dass da aber auch weiterging. Die Beute wurde gesichtet. Wir werden angegriffen. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Jawohl, helft ihr ruhig mit. Die Beute wurde gesichtet. Zwei Modelle. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren siegreich. Dort stehen Musketenschützen. Ich würde sagen, da hetzen wir jetzt mal mächtige die... mächtige Götter, segnet uns mit euren Gaben, auf dass Schritt wir uns siegen mögen. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Die Beute wurde gesichtet. Irgendwie mag ich den Nurgle Voice Lines lieber als die von Korne. Dann nicht mit Vergnügen. So, was war hier? Elbanträger, okay. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Ich bringe Segenswünsche von Lord Nurgle. Habt Spaß die mit dem Pestboy. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Von mir aus können die ruhig da stehen bleiben, also. Zerstört alles im Namen der großen Götter. Ach, der ist da oben erst. Mein Gott, ist der lahm. Diese Welt wird, ich glaube, wir waren sein. Auch Pistoliere. Ich bringe es selbst würde. Von Lord Nurgle. Eine Klinge. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Die Beute wurde gesichtet. Dann nicht mit Vergnügen. Wir werden wie ein Fallbeil zum Schlagen. Zufrieden. Eure Krieger waren siegreich. Ein bisschen viel. Die Verwesung soll die Welt verschlingen. Vernichtet sie alle! Tötet sie! Was ist hier? Schwertkämpfer, aha. Schwere Wunden machen mir keine Angst. Kein Rückzug! Ja, das ist Pyromantie. Ich bin von Nurgles Pocken befallen. Wir werden euch nur noch wenig Zeit. Angriff! Eine glorreiche Schlacht beginnt. Nurgle schützt! Die Beute wurde gesichtet. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Jetzt ein Feuermagier. Eure Ritter stehen bereit. Schwere Wunden machen mir keine Angst. Der ist gleich platt. Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Der Leichentanz geht weiter. Verderben und Zerfall sind überall. Gut. Noch eine Minute, ich denke, das war's. Da kommt bestimmt nichts mehr.
Ich fühle so wenig Schmerz wie eine Leiche. Was haben wir denn hier noch Schönes? Na, das ist natürlich hier dasselbe. Aber Berserk ist eigentlich auch cool. Blitz des Verderbens. Erfordert Heldstufe 25. Okay, ja, den will ich auf jeden Fall haben. Ich fühle keinen Schmerz. Was hast du gewonnen? Dunkelschleicher. Der Held und das angegliederte Regiment werden 40 Sekunden lang unsichtbar. Naja. Kommt nur auf die Situation drauf an, ob man das gebrauchen kann, ne? Tja, ich glaube, ich war zu schnell. Aber so ist es halt, wenn man die Mission schon kennt oder noch kennt. Kloster sind auch alle noch gut. Korn. Slalagan Slanesh. Nalagan Nörgel. Zalagan Zensch. Chaos Furien! Die Götter sind mit mir! Die Götter gewähren euch ihre Gunst. Cool. Die Fluten des Chaos strömen weiter. Yes. Oh, war recht easy. Der Zorn des Rattenvolkes. Ja, dem kommen wir jetzt gleich, glaube ich. $6,000. Das ist doch schon mal eine Armee, oder was? Krass. Diese Seuchenhüter rüsten wir auf jeden Fall auf. Ich bin ja hier ganz falsch. Muss erstmal die Verluste ausgleichen. Was aber ja nicht so viele sind. Oh, das war's doch schon. Oh, die jetzt alle fertig abzugraden, das wäre, glaube ich, zu teuer. Wir haben ja so viele neue Regimenter bekommen. Mache ich die jetzt mal nur auf 1. Gehen wir mal den Alchemisten laden. Hast du jetzt noch einen Punkt bekommen zum Schluss? Nee, du auch nicht, ne? Nee, okay, gut. Ich bin ja am überlegen, ob ich den Helm austausche. Der Helm von Mentos. Den Falkenhelm. Ich glaube, ich lasse das so. Der Götterhelm. 10% Schuss, Stich, Nahkampfresistenz. Ist natürlich auch nicht schlecht.
machen wir das so. Dann haben wir hier noch einen Kriegsbanner. Das können wir ja kaufen. Und Zauberbannener Schild. Achso, plus 1 Rüstung, plus 6 Magieresistenz. Ja, können wir für ihn kaufen. 700. Achso, das ist wieder nur der Dunkelschleier. Dann brauchen wir noch einen Bannerträger irgendwo. Oh, hatten wir das noch irgendwo hier? Nee. Bannerträger. Ach, die haben schon einen Banner. Die haben auch schon einen Banner. Sieh an. Die Barbaren haben keinen Bannerträger. Könnt ihr auch einen Bannerträger bekommen? Nee, irgendwie nicht. Gut. Fast 2000 behalten wir. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Keine Beute, kein Töten. Etwas war zuerst da. Wir fanden ein paar dieser Dinger. Wurden wohl beim Kampf gegen die Dörfler getötet. Das erklärt, was mit den letzten beiden Dörfern passiert ist. Die Skaven waren schneller. Die was? Skaven. Rattenmenschen. Hab's in der Schlacht von Kislev gesehen. Es müssen wohl Tunnel in der Nähe sein. Oder ein Bau. Der Kampflärm hat sie wohl aus ihrem Versteck an die Oberfläche gelockt, wo sie Leichen plündern und über die Schwachen herfallen. Dann lass uns sie suchen und töten. Es gibt noch einen Weg. Ich könnte ihnen etwas anbeten, damit sie uns helfen. Wenn du sie findest. Sie finden. Die Anzahl der Dörfer nachzuschließen, die bereits angegriffen wurden, scheint sich ein größeres Skaven-Streitmacht in der Nähe aufzuhalten. Gut. Wer das erfahrt, dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.